Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist 2. Und wir wollten schlafen gehen. Und dann versuchen wir nämlich einen Drahtschneider herzustellen und dann geht das richtig ab, wie ich gestern schon gesagt habe. Und nun, auf geht's. Ist noch ein bisschen zu laut für mich. Moment. Ich muss noch ein bisschen mein Mikrofon rumzupfen. Ah, so, perfekt. Gut. Er macht doch alles kaputt, ne? Er macht doch alles kaputt. Ich habe das extra so alles hingezaubert, dass ihr sehen könnt, wie er hinten rumklettert. Und dann macht er alles kaputt. Jetzt kriegt er unter meine grüne Decke. Oh Mann. Wozu mache ich das denn, Kleiner? Gut, jetzt seht ihr ihn nicht mehr. Egal. Fallout Boy und Double X sind dran. Ich muss mein Mikro mal ein bisschen weiter weg machen. So. Wir müssen einmal ganz kurz in die Küche und dann suchen wir uns nämlich noch Klebeband ohne Ende. Denn das ist das, was wir brauchen. Mir fehlen einfach die Fortschritte dafür. Naja, wenigstens sind unsere Sterne jetzt weg und wir können uns hier ein bisschen freier bewegen ohne Hunde. Ah, das war ein Sack, ne? Müllsack war da. Könnte man theoretisch gebrauchen. Holz müsste ich eigentlich genug haben, ne? Ich brauche Klebeband. Ich brauche ohne Ende Klebeband. Mr. Flauschig. Klebeband. Nice. Jetzt macht er da hinten auch noch Lärm. Jetzt zählt ihn da unter der Decke rum. Vogel. Oh Mann. Katze, ey. Du bist so unästhetisch. Klebeband sauber. Ich weiß, wie man das Inventar benutzt. Ihr braucht nicht jedes Mal Tipps einzublenden, wie ich das Spiel neu starte. Also. Als allererstes reparieren wir mal unsere Schaufel. Falscher Knopf. So. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Jetzt versucht er die Decke wieder zu richten. So, die Schaufel ist repariert, das ist perfekt. Was wir als nächstes brauchen, ist noch eine Feile. Wir brauchen noch eine Feile, damit das alles besser funktioniert. Sorry, ich bin so abgelenkt vom Kater, ich weiß, aber ich habe es ihm extra so hingemacht, dass er an der Kamera gesehen wird. Die alte Fame-Sau. Ihr hört das bestimmt im Hintergrund, egal. Heute ignorieren wir das einfach, das Ding Katze scheiße Wort, ne? Wir graben unser Loch weiter. Oh, ich habe mich gerade erschrocken, das war die Maschine nebenan. Also. Nutze mit angelegter Schaufel das Fadenkreuz, ja, kennen wir schon. Also wenn ich hier jetzt nach in die Richtung buddel, ne? Dann komme ich ja langsam in diesen Gang rein. Ja, keine Ahnung. Jetzt hat er sich verpisst, weil er vor irgendwas Angst bekommen hat. Na gut, egal. Nicht mein Bier. Das ist sein Bier. So, 40% Schaufel haben wir noch. 30%. Oh, ich bin zu müde. Gehen wir wieder zurück. Ah, ich habe die Arbeitszeit komplett verpennt. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. 10%, damit kann ich leben. Falsche Tür. Sportzeit. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Die Erde. Nicht vergessen, die Erde abzulegen, Zero. Ich gehe nur ganz kurz duschen. Ich bin gleich bei euch. Ein bisschen Energie wiederherstellen. Ja, ich gehe gleich dahin, wo ich sein soll. So, jetzt. Damit ich wenigstens noch ein bisschen trainieren kann. Die Stärke habe ich jetzt. Krass, das geht richtig schnell. Aber ich meine, ich werde auch ziemlich schnell müde.
Deswegen gehen wir wieder duschen. Wir waren jetzt auch schon beim Sport, das heißt, wir können uns wieder komplett hochheilen mit der Dusche und dann können wir weitergraben. Zwar nur 2 Stiche und dann müssen wir unsere Intelligenz wieder verbessern, um die Schaufel nochmal auf Stufe 3 zu bringen. Aber dann geht's ab. So, Freizeit. Freizeit. Wir buddeln jetzt wieder ein bisschen. So, gib mal die Schaufel her. So, den Dreck muss ich auch noch irgendwie loswerden. Ich hatte doch eine Quest, aber die habe ich, glaube ich, auch gebrochen, ne? Weil der Dreck weg war. Na gut, benutzen wir hier die Toilette, um... Das hat funktioniert, nice. Um das wegzuspülen. So. Ah, ich darf nicht zuschlagen, das verbraucht Energie. Denke ich die ganze Zeit nicht dran. Okay, er kommt nicht hier rein. Alles gut. So, das war unser letzter Stich. Wir müssen noch mindestens 2 nach rechts und 2 nach unten. Naja. Das wird sich schon lohnen. Oh, Sniper. Oh, schade. Es ist schön, dass ich nicht der Einzige bin, der weggesnipert wird. Das ist einfach schön. So. Okilidokili. Den Dreck spülen wir natürlich wieder mal weg. Und suchen uns zeitgleich nochmal ein bisschen Klebeband. Kiri, du wirst ja wohl Klebeband haben. Nein, hast du nicht. Aber du hast was anderes Schönes. Und das will ich haben. Und zwar... Ach, das ist ein Schlauch. Ich dachte, das wäre was anderes. Ja gut, dann gebe ich es dem Nächsten einfach. Vielleicht verprügeln die sich jetzt gegenseitig, wer weiß. Der ist im Fall ziemlich geil. Na gut, spielen wir mal kurz die Erde hier runter. Okay, oder auch nicht. Der Sanitäter hat gleich zu tun. Ich kann mir eine Waffe basteln. Gut, spüle ich dann hier alles runter. Ah, jetzt funktioniert. So, wir gehen gleich zum Mittagessen, keine Sorge. Ich brauche vorher eine tote Ratte. Nein, ah! Yeah, baby. Ist genau das, was ich wollte. So, das Stück Holz können wir auch gerne mitnehmen. Und dann gehen wir meinetwegen kurz zum Mittagessen. Da ist ja keine Schranke oder so. Das heißt, wir haben da überhaupt keine Probleme. Da kommen wir durch. Na ja gut, das mit dem Schlagring und so, das können wir momentan vergessen. Ich muss die Quest wechseln. Ich werde das Zeug finden. Bei meinem Namen. Lage, Lage kann ich auch vergessen. Ich glaube, da musste ich Kiri zusammenschlagen, ne? Nee, bin denn dein Chucks für Mr. Grün? Keine Ahnung, hatte ich nicht eine Quest von wegen Kiri zusammenschlagen? Warte euch was? So. Wir haben jetzt kurz Zeit zu bauen, beziehungsweise unser Material zu holen. Ich muss nämlich wissen, ob ich da jetzt untersucht werde oder nicht. Und wenn ich untersucht werde, dann möchte ich gerne die wichtigsten Sachen auf jeden Fall sichern. So, schön. Gehen wir zurück. Hat er mir gerade Tipps gegeben, dass ich da buddeln soll? So, ich möchte basteln. Den Seitenschneider. Folgende Zellen werden kontrolliert. Fallout Boy und Doom Ritter mal wieder. Oh, ich bin immer fein aus dem Schneider, finde ich gut. So. So, Leute. Wir gehen in diese Etage hier und... Ach, shit. Von der Seite komme ich da nicht hin. Von hier müsste ich doch hinkommen, oder? Piss. Okay, okay, okay. Wo landen wir da?
Das ist nicht schlecht, dass man da landen kann. Wo lande ich denn hier? Warte, Karte. Abseits des Essensraums. Ich werde mal das Ding hier runterlegen. Weil da, wo ich hingehe, werde ich es nicht brauchen. Und da lande ich in der Küche, ja. Ich gehe mal ganz kurz zum Jobcenter. Weil ich nur noch eine Stunde Zeit habe. So. Und jetzt gehen wir mal in die Küche und gucken, was das da unten rechts sein soll. Das ist ja interessant. Kleiner Abstellraum. Die Frage ist, geht da irgendjemand hin? Der Stein zittert. Seht ihr das? Was bedeutet das? Ist da drunter irgendein Viech oder so? Aber jetzt zittert er nicht mehr. Seltsam. Keine Ahnung, was das soll. Duschzeit. Ich brauche noch unbedingt diesen geheimen Beutel. Deswegen suche ich die ganze Zeit nach Draht. So, ich war da. Gut. Das Schöne ist, wir haben jetzt das meiste ja schon abgelegt und ich glaube, ich werde mir mal Zutritt zu diesem Raum verschaffen. Und vielleicht buddeln wir da auch nochmal. So. Provisorische Leiter. Habe ich alles vorbereitet, Freunde. Habe ich alles vorbereitet. Hätten die nicht von mir gedacht, ne? Ich weiß. Ich weiß. Duschzeit ist gleich vorbei, ey. Was ist gleich Zeit? Abendbrotzeit. Theoretisch werde ich da gleich sein. War natürlich noch rein theoretisch. Ob das auffällt, wenn ich jetzt hier rumstippel? Ich muss erst noch hier durch, na gut. Das schaffe ich nicht mit diesem Seitenschneider. Ich muss noch einen zweiten Seitenschneider herstellen. Ich könnte ihn zwar zerstören lassen, der will durchkommen, aber naja. Okay, ich werde es nicht mehr schaffen. Wenn ich jetzt hier runterfallen würde, würde ich es schaffen, aber... Guten Tag. Ja, ich beeil mich wirklich, versprochen. Oh! Auf die letzte Sekunde, Alter. Ja, die Frage ist nur, was bringt es mir dann da zu sein? De facto ist, wir müssen Intelligenz trainieren. Nur so kommen wir weiter. Und ich habe gemerkt, dass in den Lüftungsschächten, wo ich mich momentan rumschlage, nicht allzu viel ist. Ich muss mich eventuell noch ein bisschen... Kleinen Moment. Mr. Flauschig, was ist los mit dir, ha? Setz dich doch da einfach hin. Genau. Lass dich von den anderen begutachten, wie du da sitzt auf deiner unsichtbaren Decke. Und lass mich einfach in Ruhe aufnehmen. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal, okay. Er hat zwar nicht hingeguckt, aber es war ein Deal. So. Ich brauche, glaube ich, mindestens 60, ne? Mr. Flauschig, ich kann dich kontrollieren, indem ich einfach in die Cam gucke. Es ist unglaublich, ne? Er geht schon wieder unter die Decke. Naja, wir trainieren gerade sowieso nur Intelligenz. Daher passt das. Ich kann ihn ja mal erschrecken, kleinen Moment.
So. Jetzt kann er nicht mehr drunter klettern. Jetzt habe ich nämlich die Decke hinter den Karton reingedrückt. Da kommt er nicht mehr drunter. So. Meine Güte, diese nervige Kater, ne? Also manchmal. Er ist ja nett. Wenn er Hunger hat, ist er sehr, sehr nett. Aber ansonsten das totale Arschloch. Ich kann von hier aus einfach in die Dusche gehen. Oh. Aber ich komme nicht zum Training. Okay. Wenn ich eine Waffe habe, kann ich so also einfach in die Dusche gehen. Das ist gut zu wissen. So. Dude, warte. Kein Klebeband, hau ab. So, trainieren wir noch ein bisschen Intelligenz. Wir haben ja jetzt noch eine Stunde Zeit. Was auch immer er da gerade tut. Er spielt mit der Decke. Ich hätte sie da niemals hinlegen sollen. Aber ich habe meinen PC jetzt umgebaut und deswegen muss sie erstmal da sein, bis die Kartons weggehen. Weil sonst sieht die ganze Zeit Kartons im Hintergrund und das finde ich ein bisschen ull. Super, 75 Intelligenz. Aber die 80 schaffen wir nicht mehr. Gut, Freizeit ist sowieso vorbei. Und dann suchen wir morgen nach mehr Gegenständen. Verschwunden. Nicht mein Problem. Ja, Abend der Pilzzeit. Komm. Und dann geht's auch schon wieder ins Bett, ne? Krass. Also die Tage sind hier so circa 18 Minuten lang, ne? 19 Minuten vielleicht sogar. Achtung! Ihr denkt daran auszubrechen, richtig? Ihr habt gegen das Gesetz gekämpft und verloren. Ich nicht. Ich gewinne immer. Habe ich deine Gefühle verletzt? Nein. Ich gewinne immer. Seht ihr die Geier über uns? Ich habe so das Gefühl, dass jeder Charakter so Sätze hat, die einfach random zusammengestellt werden. Das merkt man vor allem, wenn man dann runtergeht in den Besucherraum und er erzählt ja einfach wirklich irgendwas. Heute werden die Zellen gecheckt von Mr. Grün und du, Ritter. Ich bin fein aus dem Schneider. Ich gehe schon mal schlafen. Warte ein bisschen Zeit am Tage. So, bevor ich schlafen gehe, nochmal hier kontrollieren, was der gute Kollege hier hat für mich. Nichts Gutes. Naja. Ein neuer Tag. Die Welt steht still. Ein neuer Tag. Kekse. Schade, dass Regi nicht mitspielt. Sie hätte alle Kekse mitgenommen. Und sie euch wahrscheinlich gegeben. Klebeband. Und Draht. Ich bin ein glückliches Zero. Heute ist mein Tag, Freunde. Heute ist mein Tag. Ich spüre das richtig. Außer, dass ich tote Ratten finde. So. Könnte ich auch gebrauchen für die Schaufel, ne? Gut. Die Frage ist, was ist jetzt wichtiger? Die Schaufel upgraden oder... Ja gut, eine Pfeile habe ich eh nicht. Deswegen müssen wir die Schaufel machen, ne? Ja, klingt gut. Klingt gut. Doom Ritter und Nugget. Wieso immer Doom Ritter? Was zur Hölle hast du getan, du Doom Ritter? Da, Schaufel. Okay, holen wir uns mal die Schaufel. Obwohl, wir gehen erstmal frühstücken, ne?
Und dann holen wir unsere halb zermatschte Schaufel, werden sie upgraden und dann nochmal ein Stück weiter schaufeln. Ich muss sagen, eine Schaufel war damals ein bisschen effizienter, glaube ich, oder? Wie viele Löcher haben wir jetzt gebuddelt? 2? Und wir haben 2 Schaufeln verbraten? Ist schon sehr, sehr ineffizient geworden. Da konnten wir mal mehr graben mit. Halt. Ich hatte die ganze Zeit Draht am Start. Ich hatte Draht am Start. Oh, es reimt sich. So, der illegale Beutel. Atemmaske. Wie ist denn der? Was ist das hier überhaupt? Trennseide. Besucherset. Bin ich jetzt blind? Oder ist sie noch weiter vorne? Schmuggelwarebeutel. Ich habe überhaupt keinen Draht gebraucht. Ah, jetzt habe ich Draht. Nunchucks. So. Ich weiß nicht, ob ich die Nunchucks lieber selber behalten sollte. Obwohl, wenn ich noch ein Stück Holz finde oder 2 Stück Holz, dann kann ich mir das auch selber bauen. Ich gehe schon zur Arbeit. Seht ihr? Ich bin bei der Arbeit. Die Frage ist, ob hier vielleicht nicht eine Spitzhacke sinnvoller wäre, weil das sieht aus nach wirklich hartem Boden. So, wir befinden uns gleich im Paradies, Freunde. Dann können wir da unten rumlaufen und machen, was wir immer wollen und uns hochbuddeln, wo immer wir wollen. Wir könnten alles zusammen verbinden. Das wäre cool. Ich glaube, das mache ich, wenn das geht. Dass hier quasi die Kanäle sich befinden, wo wir uns quasi mal durchschleichen. Überall hin. Und vor allem dahin, wo die gestohlenen Sachen sind. Ich schaffe das nicht mehr mit dieser Schaufel. Oder? Doch, schaffe ich, aber sie ist dann kaputt. Aber es ist eh eine goldene Schaufel, von daher. Ich kann nicht noch mehr. Was? Scheiß auf die Schaufel. Ja. Warum ist das Todsymbol hier? Okay, wir sind hier noch ein bisschen eingesperrt und diesen Raum können wir gar nicht betreten. Wenn wir hier weiter runter gehen, über uns müsste sich die Küche befinden, ne? Das ist perfekt. Ich kann von hier aus zu den Lüftungsschächten gehen. Geil. So gefällt mir das, Freunde. So gefällt mir das. Aber wir brauchen erstmal neue Schaufeln. Ich komme so natürlich nicht zum Sport. Shit. Ich muss ein bisschen was runterspülen. Ja, eine Person mehr. Macht ja nichts. Siehst du, easy. So, ist nur die Frage. Moment, ich mache uns das Ganze ein bisschen leichter. An die Waffen. Nein. Schlag den Brutale war schon richtig, ne? Ja. Unser Ziel, wo wir hinkommen wollen, ist der hier. Wenn wir über den Untergrund gehen, ist es endlich schon fast beim Ausgang. Theoretisch muss ich hier nur noch durchgehen. Hier durchgehen, dann weg beim Ausgang. Okay, ich muss durch die Lüftung, ne? Ja, ich muss durch die Lüftung. Ah, das sind 2 Leute. Es wäre viel geiler, wenn ich mich von hier aus durchbuddeln könnte. Ah, muss ich von hier aus so weit buddeln. Habt ihr übrigens gemerkt, dass wir keine Streben gebraucht haben? Hm.
Ja, nützt alles nichts, Freunde, nützt alles nichts. Momentan können wir hier halt herumlaufen. Uno momento. Das bringt mir doch einen Scheiß, bringt mir das. Vor allem kann ich hier noch gar nicht rauf. Ich muss meinen Plan weiter ausführen. Also ich könnte hier natürlich rein, vor allem nachts ist das vielleicht ganz praktisch. Ja, da kann ich auf jeden Fall rein und dann könnte ich mich runterbuddeln und wäre dann an meinem Versteck. Könnte von da aus direkt in die erste Etage gehen. Also ich könnte von hier aus mitten in der Nacht kann ich einfach in die Lüftung gehen, hier durch, dann wäre ich hier in diesem Raum, könnte rausgehen. Aber was bringt mir das? Der nächste Lüftungsschacht wäre hier, da komme ich nicht rein, weil hier überall die Türen sind. Hier ist eine weiße Tür mit einem Schacht. Das ist der einzige Raum, wo ich hin kann. Und der führt mich dann in dieses Komplex, wo ich auch hin will. Das Problem ist, da gehen Wärter durch. Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass da Wärter durchgehen. Ja, ich beheile mich ja schon. Alter, hat der grüne Augen, der Typ? Der Koch? Ist ja gruselig. Oh, Freunde, es ist schon viel zu spät. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder, wo wir dann überlegen, wie wir weiter fortfahren. Wir können das Ganze jetzt zusammen verbinden und quasi mitten in der Nacht. Wir starten direkt am Appell und können am Appell direkt rausgehen. Können direkt rausgehen. Ist nur die Frage, wie wir das anstellen. Einzellift. Und ich möchte vorher die Sachen hier rausholen. Das sehe ich als meine persönliche Quest an. Das hier scheint mir ein sehr guter Raum zu sein. Ah ne, da wurden wir ja schon erwischt. Da wurden wir schon erwischt, ne? Oh, ich hab's gar nicht drauf geachtet. Wir sehen uns morgen wieder. WTF, Zero. Morgen, ich wollte schon weiterspielen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.